Zwei Zimmer, zwei Influencer, zwei kompetente Supporter und zwei Ideen, die unterschiedlicher nicht sein können. Willkommen zum großen Mach mal mit Obi Room Makeover Duell. Das noch nie, das noch nie gemacht. Das. Okay. Okay. Wo ist die Kamera? Ah, da. So. Oh, hallo Flash. Was geht da? Und jetzt? Ja. Stellt euch doch bitte einmal vor. Ich bin Cassie, 28 Jahre. Ich suche dir hier die große Liebe. Ah ne, falsches Format. Oh. So, ich fang an. Hi, ich bin Johannes, ich bin 18 und ich bin Moritz, ich bin 19. Jetzt, also ich jetzt. Hi, ich bin Julia, bin 22 Jahre alt und eigentlich sind wir hier beim großen Mach mal mit Obi Room Makeover. Stimmt, ja. Also, wir bauen jetzt ein Zimmer. Und warum macht ihr hier mit? Ja, weil wir es können. Ja. Und wir sind Bauprofis, wir machen das beste Zimmer. Zimmer, wir gewinnen das. Wir sind Handwerks-, Innendesign-, Deko-Profis, Dreamteam. Mhm. Also wir werden das beste, schönste, tollste Zimmer machen und das verrückteste Zimmer machen, was ihr jemals gesehen habt. Wir sind die Profis. Leute. Im Zimmer kann man auch leben dann. Ja, und wir müssen halt Moritz und Johannes schlagen. Aber das ist nicht so schwer. Nee. Wir kommen zu euer Zimmer. Wir planen die Zimmerplaner. Ja. Ja. Ihr ahnt es, Leute, heute wird es richtig besonders. Und da es so besonders wird, haben wir auch zwei ganz besondere Gäste da. Und zwar Cassie und Johannes. Und es wird nicht nur heute besonders, sondern auch nächste Woche. Denn nächste Woche geht es noch weiter. Wir haben zwei Räume, denn es gibt wieder mal zwei Teams. Johannes und ich. Yay. Wir sind das Team Mojo. 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 Und das Team Yuki. Gewinner. Team Gewinner. Ach komm, genau. Also wir haben zwei Zimmer, das wird sehr, sehr krass. Ihr könnt nämlich nachher entscheiden, wer nachher das coolere Zimmer hat. Entweder Team Mojo oder Team Yuki. Was hast du denn da eigentlich ausgedacht? Yuki hört sich mega toll an, finde ich. Aber natürlich gibt es einen kleinen Haken, denn es gibt Bestrafung für euch, jeweils denjenigen, der halt verliert. Denn wir haben wunderschöne Fotos von euch gemacht. Ich hab hier mal eingerahmt. Oh, so hübsch. Ich in Zimmer. Ich sehe eigentlich das also in deinem Zimmer. Ich sehe eher das in deinem Zimmer. Nee, nee, nee. Also ich bin das. Nein. Das brauchen wir nicht. Das will ich auch einfach nicht. Denn im Verliererzimmer wird dann nachher quasi der andere hängen. Aber Leute, wir reden jetzt nicht von unserem Zimmer hier. Wir hängen das bei uns wirklich zu Hause auf. Also wirklich zu Hause, also zu Hause. Du. Nächste Woche seht ihr dann unsere Folge, also die von Moritz und mir, auf dem Obi-Kanal. Also lasst jetzt schon mal ein Abo und ein Like da auf der Folge. Leute, wir nehmen uns erstmal ganz entspannt zurück und warten. Denn ihr macht nämlich als erstes mal euer Zimmer. Ihr müsst natürlich erstmal beide Zimmer sehen, um zu entscheiden, welches das bessere ist. Also nächste Woche erst Team Mojo oder Team Kino Mojo schreiben. Mojo! Mojo! Nein! Ja, ich würde sagen, wir entspannen uns erst, wir holen uns einen Drink und dann, ja. Tschüss. Wir machen dann jetzt das Gewinnerzimmer. Das hier, liebe Leute, ist mein Flash. Das ist mein Raum. Den wollte ich eigentlich gerade auch Flash zeigen. Aber Cassie ist heute meine Unterstützung, Hilfe. Und zwar werden wir zusammen diesen wunderschönen, noch nicht Raum, sondern bis jetzt nur zwei gelbe Wände, zusammen designen. Ich habe mir Pastellgelb gewünscht, weil das wunderschön ist. Ja. Und unser Team hat das schon mal vorbereitet, damit wir jetzt hier gleich direkt starten können. Und ich will unbedingt so ein richtig schönes Boho-Zimmer haben. Ja, das passt zu dir. Das wäre cool. Okay, das klingt auf jeden Fall nach richtig coolen Plänen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los in die Obi-Filiale und kaufen uns alles ein dafür, ja, oder? Los geht's! Im Stehen oder im Sitzen? Im Sitzen, ne? Lass uns aber die Folge immer so machen. Einer macht was und wir kommentieren einfach die ganze Zeit drüber. Das ist mega toll. So, wir sind angekommen und wir haben jetzt 30 Minuten Zeit, um die komplette Einrichtung für unser Zimmer zu besorgen. Das klingt zwar viel erstmal, aber ich glaube, wir müssen uns echt mega ranhalten, weil das Zimmer ist noch komplett leer. Also, ja, let's go! 3, 2, 1. Okay, 30 Minuten haben wir Zeit. Mal gucken, was wir da in der Zeit hier besorgen können. Gerade easy hier. Schneller! Wir müssen nach hinten zum Holz. Okay, Holz brauchen wir. Wir brauchen ein Bett. Nein, das brauchen wir nicht. Ich will das aber haben. Wie so ein nerviges Kind. Leute, das brauchen wir einfach für das krasseste Feature in diesem ganzen Raum. Hier? Nee, da. Oh, ach du. Nein, sorry, Julia. Alles gut. Alles die Platte ist leicht. Profis. Es scheitert einfach schon am zweiten Profis Teil am Werk. Okay, und jetzt ganz vorsichtig. Und wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Ich glaube, wir haben noch 20 Minuten Zeit. Oh, zwei Dinge haben wir schon. Super. Sehr gut. Wo ist denn unser Wagen? Da. Ja, nice. Krass, hier gibt es echt viele Lampen. Sogar welche, die glitzern. Oh, eine Mondlampe da oben. Oh, die glitzert. Guck mal die an.
Ah, okay, die ist aber ein bisschen groß. Ah, oh, das sieht doch schon gut aus. Ja, die ist ganz cool, oder? Ja, die ist schön. Oh, schön. Dankeschön. Wir müssen uns beeilen. Ja, let's go. Okokay, als nächstes brauchen wir Farbe. Farbe. Okay. Ach, Farbe ist da. Komm, schnell, schnell, schnell. Ah. Farbe. Okay, da. Was brauchen wir? Kupfer. Kupferlack. Wow. Ah, hier, guck mal. Kupferlack. So, da die letzte. Perfekt, das ist ein Zeichen. Jetzt brauchen wir noch Pflanzen. Da sind coole. Ja. Das ist schön. Mhm. Wie wär's mit der da? Die mit den großen Blättern? Ja, das ist cool. Aber wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch so eine Hängepflanze. Ganz schön viele Pflanzen hier wieder, ne? Ich meine, das ist nicht so mein Stil, ne? Okay, nicht lange diskutieren. Also langsam hier, ich guck mal auf die Uhr. 30 Minuten ist gleich um sein, ne? Also jetzt langsam ist er gleich um, die 30 Minuten. Also gleich sagen wir um sind 30 Minuten. Also langsam hier, 30 Minuten sind gleich um. Ja. Cassie! Oh, oh. Oh! Das war richtig gut. Warte. Okay. Eins. Fang! Ah. Sehr gut, das war richtig fast gut. Der ist noch süß, oder? Oh ja, die sind cute. Okay. Perfekt. Haben wir alles? Dann haben wir alles. Check. Let's go zurück. Wir sind wieder da. Und wir fangen jetzt an. Entschuldigung, wir fangen jetzt an. Alter, wie krank hoch ist dein Bein, Digga? Warte, was ist denn der Mann? Junge, was zur Hölle? Ich kann sogar mein Bein nicht an meinen Kopf tun. Ich fall was runter, Alter. Nein. Wir geben alles. Wir geben alles. Wir geben alles, glaub mir. Wir geben alles. Flash gibt auch alles. Flash-Lieferung, komm her. Komm her, Flash. Geh hin und setz eine richtige Wurst einmal mitten auf den Boden, okay? Du gehst, guck dir das an, da wir sehen es. Da gehst du jetzt hin und du weißt, was zu tun ist, okay? Ab, los. Oh Mann, Flash, Mann. Wir haben noch einen Auftrag, hallo. Nein. Nicht zu den Tennisbällen. Oh, zu den Tennisbällen geht der. Auch ganz hier hin? Was passiert jetzt hier? Was haben die sich da für einen Boden ausgesucht? Holz. Nee. Oh. Das sieht dann aus wie eine wirkliche Wohnung dann. Ne? Oh, das ist leider relativ cool. Die Deko, siehst du die? Die sieht auch schon eigentlich ganz cool aus. Deko müsst ihr auf jeden Fall in unser Zimmer auch mit reinnehmen, ne? Können wir bitte die zwei Anläufe davor auch noch mit reinschneiden? Das wäre so lustig. Wie Johannes ganz gesagt, die müssen wir auch mit reinschneiden. Deko müssen wir auch mit reinnehmen. Warum? Mann, der hilft denn jetzt dem? Oh mein Gott, wie süß! So, in welcher Richtung das heißt? Soll sie süß sein? Ich mach den Boden kaputt, komm hier, die Rollen. Guck mal, natürlich jetzt heute ein bisschen schwer werden. Ja, jetzt ist das nur eine Scheiße. Wir müssen jetzt so zwei tragen hier. Einmal Probe liegen. Mhm. Sieht so bequem aus, ich sag's dir, wie es ist. So ein bisschen aus wie so ein Hotel, von so einem Ein-Sterne-Hotel. Ja, das Zimmer ist verloren, jetzt kommt noch ein Schminktisch rein, Alter, ich flipp aus. Moritz! Ja, komm, lass es sein. Ich hör dich! Lass es sein, Leute. Ich hab schon verloren. Aber er ist cool gemacht. Muss man zugeben, er ist cool gemacht. Nein, egal. Aber es ist halt ein Schminktisch, ne? Ja. Oh, der Hocker ist cool. Der ist cool. Ja, der Hocker ist cool. Den hab ich auch gemacht, das ist. Hört doch mal auf, meine Sachen zu klauen aus meinen Sachen. Hä? Das sind meine Ideen gewesen. Ihr habt nicht mal eine Steckdose. Psst. Ihr habt nicht mal eine Steckdose und ihr habt das Kabel hinter runter. Aus, Alter. Lacht mal nicht zu früh, ihr habt auch keine. Ja, wir haben ja auch keine. Warte, wir haben eine Lampe. Ja. Müssen wir die Kommentare von der Folge lesen, während ich dieses Commentary mache. Ich lese das ein bisschen eure Kommentare vor, Leute. Kommt mit mir auf eine Reise. Oha, das hat 100.000 Aufrufe schon, die Folge. Leute, Moritz ist der beste Mensch der ganzen Welt. Ja, das ist ja mega nett von euch, Alter. Was ist das denn, Alter? Eure Kommentare sind, ist ja richtig süß. Julia war okay, aber Moritz war der Oberham. Alter, wirklich vielen Dank. Also Leute, wirklich, oh mein Gott, Alter. Ja, wichtig, das muss reingeschnitten werden. Was machen die einen auf Winkel, weißt du? Hier, komm, ich mach jetzt einen Winkel an die Wand. Aber wenn man keine Ideen mehr hat, dann macht man einfach irgendeinen Winkel an die Wand, weißt du? Wir werden sowas von ganz viele Winkel an die Wand machen. Wir werden so viele Winkel ranmachen, oder? Flash, komm her, wir müssen ein erstes Wort hinreden. Komm hoch. Flash, was war das davor, ne? Was hast du davor gemacht? Du solltest da manipulieren und nicht mithelfen. Du hast geholfen. Du hast geholfen, was soll das? Ich auch nicht. Du kriegst doch so eine Maus. Ach, das ist ein Tisch? Ein Winkeltisch. Hör mir auf, bitte ein Winkeltisch. Flash, lauf und los. Oh, die sägen jetzt hier eine Round, oder was? Mhm. Ansetzen. Genau. Mhm. Erst ansetzen. Oh Gott. Erst anmachen und dann, oder? Ich glaube, wir haben noch nie so einen geraden Schnitt gemacht. Psch. Besonders Moritz nicht. Mhm. Ja, und mein Schnitt war aber nicht so franzig. Das ist ja die Verwirrung pro beim Schneiden. Ja, es. Es passt. Ist okay. Da muss man Props geben, das haben die gut gemacht. Zwei wunderschöne Löcher in dem Brett drin. Hätten wir nicht besser gemacht. Nee. Alles, was die machen, ist wahrscheinlich professioneller als wir
Und okay, schöner, ja, als wir machen werden. Das ist ganz cool. Doch, das ist ganz cool. Nee, das ist nicht gerade. Siehst du das? Nee, siehst du, das ist ein bisschen zu weit rechts. Der ist ein bisschen zu weit rechts, ja. Das kommt jetzt. Das ist cool. Tun aber man sieht halt wirklich, dass es schief ist. Ne? Was machen sie denn jetzt? Bücher? Bücher werden ja nicht schlau. Hä, das sind so Instant-Nudeln. Das sind diese Dinge, mit denen man Sachen reparieren kann. Kennst du das? Oh, Junge, die sind schon cool. Wenn man die so als Snack immer so kurz einpennen, das ist schon nice. Wenn wir so eine Nudel des Vertrauens. Die Nudel des Vertrauens. Also die haben jetzt auch so einen Kiosk bei sich drin. Ich werde mir auf jeden Fall eine klauen, ne? Oder jetzt klaue ich mal. Bring mir was mit. So. Ach so, war das auch echt? Ohne Zeichen. Haben wir ja gar nicht mitbekommen. Ist halt schön dekoriert, kann man nichts gegen sagen, ne? Muss wieder kommen. Wir dürfen nicht so viel Gutes sagen. Du sagst nur Schlechtes. Es ist wieder so richtig typisch Julia, ne? Ja, was ist das? Ich hab nicht mal einen Namen dafür. Es macht keinen Sinn einfach. Nee. Also nur Deko halt. Wir haben gerade gesagt bekommen, es ist ein Makramee. Es ist vor allem unterschiedlich hoch. Oder? Sieht nur so aus. Ich hab abgemessen. Ein Makramee. Ein Ding mit ein aus Seil. Aus der Wüste von Makram. Ja. Das ist wirklich von Makram. Die Stadt liegt natürlich. Es gibt's wirklich? So vielleicht? Na, das ist zu weit. Das war nicht richtig. So, das hab ich mal anders vorgestellt. Jetzt hat alles kaputt gemacht. Damit ist das Ganze. Vielleicht jetzt. Nee. Das besser. Kabel ist immer noch so haben, wie das da runtergeht. Das Kabel ist so toll. Aber jetzt haben die Blume da, aber das können die jetzt auch stecken. Mhm. Wunderbar. Tada! Das ist unser fast fertiges Zimmer. Aber eine Sache fehlt noch. Stimmt. So, jetzt kommt das Allercoolste dieser gesamten Folge und unseres gesamten Raumes. Nach der Instant-Nudel-Station natürlich. Und zwar bauen wir jetzt einen Basketballkorb. Und das geht tatsächlich ganz einfach. Man braucht nicht so viele Sachen. Ja. Und wir können einfach direkt anfangen. Und zwar brauchen wir so eine Latte. Und die schneiden wir auf 52 cm. Die ganz genauen Maße von allen Sachen, die wir zuschneiden, die findet ihr natürlich wie immer in der Anleitung bei obd.de/machmal. Magst du sägen? Säg du ruhig. Du kannst bestimmt toll sägen. Ich bin nicht so der Profi da drin. Und wir lassen jetzt auch so eine Holzoptik, oder? Weil das ist viel schöner, als wenn man es kaufen würde. Normalen Sporthallenstil, sondern schön. Im Boho-Style. Yes. Heute bin ich die Loste hier. Wir wechseln uns ab. Moritz, aber wo bist du? Nein, wir zeigen es dem. Es wird viel besser. Ja, mit mir hier zusammen. Ja, das sowieso. Also darüber brauchen wir gar nicht reden. Da werden jetzt einfach Löcher reingebohrt. Ich bin bereit. Ja. Wir brauchen den Sieg. Gib Gas. Du schaffst es. Moritz, schau zu. So geht das hier. Die Profis sind am Werk. Mhm. Und jetzt neuer Aufsatz. Wie geht es? Ja, gerade als die Kamera nicht lief, habe ich es geschafft. Ich schwöre. Unsere Wand. Die müssen wir jetzt nur noch ein bisschen abschleifen. Das geht ja voll schnell. Ja. Das ist offensichtlich unser Basketballkorbring. Wir müssen erst Löcher da rein machen und dann wird der gebogen. Wir haben alles angezeichnet und jetzt wird gebohrt. Metall gebohrt. Ich habe noch nie in Metall gebohrt, ne? Das ist einfach gesagt, Premiere. Oh ja. Die anderen müssen kleiner. Das meinst du, die Löcher steht für die Aufhängung? Steht auch alles in der Anleitung, Leute. So, alle Löcher bis auf zwei sind gebohrt. Warum, erfahrt ihr gleich noch. Und wir biegen das jetzt erstmal. Okay, kleiner Lifehack hier mit dem Eimer. Damit das auch wirklich rund wird. Und dann Stück für Stück. Oh, wow. Guck mal, wie stark ich bin. Krass. Ja. Nee, tatsächlich lässt sich das Aluprofil echt einfach biegen. Aber ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen mehr ran, damit es auch wirklich rund wird. Jetzt so zusammenbohren. Ja, so geht das. Aber bevor wir das da dran machen, sprühen wir das noch in Kupfer an. Genau. Vorm Sprühen schleifen wir das noch so ein bisschen an. Wir gewinnen das Ding. Ich hoffe, wir gewinnen das. Ihr müsst abstimmen. Also stimmt für uns ab, bitte. Unser Ring ist fertig und getrocknet und wir haben jetzt hier auch schon die letzten Löcher reingemacht. Und zwar müsst ihr ja jetzt genau hier die Stellen finden, wo ihr es nachher reinbohren müsst. Und dafür haben wir hier einen Stift und mit dem markieren wir einfach unten drunter einmal die Schrauben und dann kann man das als Stempel benutzen. Okay. Ganz gerade drauf. So, okay. Und boah, das war dumm.
Wow, der Ring ist dran. Vorstellen. Aber so ein richtiger Basketballkorb ist es natürlich noch nicht. Hier noch eine Kleinigkeit. Hier haben wir uns mal Makramee-Bänder vorbereitet. Das ist so Baumwollgarn. Makramee ist neue Malle, habe ich auch gehört. Ja, gibt es auch günstige Flüge hin. Ja, habe ich auch gehört. Und an den Enden haben wir dann jeweils noch ein bisschen Kreppern dran gemacht, damit man es gleich besser durch die Löcher durchkriegt. Ja, auf 1,20 Meter. Genau, 1,20. Fast so groß, wie wir selber sind. Leider ja. Und die fällt jetzt dann durch. Es ist wirklich super easy. Ihr müsst jeweils von diesen Teilen hier eine Schnur nehmen und die hier unten zusammenknoten. Ihr macht das jetzt einfach einmal ganz rum und dann in der zweiten Etage nochmal mit jeweils diesen Strängen hier. Und dann, das war's. Das geht ja voll einfach. Habt ihr das typische Basketballkorbmuster. So, und das machen wir jetzt einmal ganz rum und dann sind wir fertig. Eins, zwei. Wieder schon Markierungen gemacht. Jetzt wollen sie hoch hinaus. Julia gibt der Wand einen Korb. Mann, war der unlustig. Sehr cool. Aber der sieht ziemlich klein aus. Was soll man denn da durchwerfen? Ein Ball. Alles bereit? Ja. Johannes und Moritz können jetzt eigentlich kommen, oder? Team Mojo! Hier ist unser Raum. Yay! Oha! Das ist ja mal wild. Aber kurz der Bett-Test? Nein. Nein! Ja, das ist gut. Okay, ist stabil. Akzeptiert? Okay, hier probieren wir noch unseren DIY-Basketballkorb. Okay, Achtung. Wer, du triffst nicht. Oh, ey, der war reingegangen, Junge. Nein, mit Schuhen aufs Bett direkt hier. Was ist das denn für ein Gast? Schlecht. Oh, ja, komm, lass mal. Guck mal. Die Hunger. Eine Nudelecke, die habe ich eben schon gesehen. Die habe ich ja noch vorne gesehen. Ist geil, oder? Hast du schon was geklaut davon? Hast du nicht mitbekommen? Ich habe was geklaut davon. Ja, wann hast du was geklaut? Hä, die war der Koppel in mir relevant. Ich bin hier hingekommen, habe gleich hier rausgenommen. Ach, warst du da? Ja, aber warte mal ganz kurz. Wo ist der? Warte mal. Ihr habt Strom? Hier geht ja wohl nichts. Hier ist ja gar nicht Strom. Also, das muss in die Bewertung reinkommen. Die Lampe geht nicht an. Nein. Ich probiere das nicht nochmal. Oha! Hey. Wow. Nein. Rück's nochmal. Geht immer noch nicht an. Nein. Okay. Jetzt plötzlich haben sie gefuscht. Davor ging sie nicht an. Ein Makramee, Schön, oder? Ein Makramee, ja. Ich finde den Hocker nice, weil ich den gebaut habe. Also ihr liebes Zimmer genauso wie wir, oder? Ja. Aber unser Zimmer wird leider cooler. Nein. Muss ich euch leider sagen. Nein. Zimmer Nummer 1 ist fertig. Ihr könnt übrigens genau dieses Zimmer hier auf obi.de/machmal finden, um Inspiration für euer Zimmer zu finden. Weil dieses Zimmer ist einfach schön. Schau es dir auch mal an. Ja, es ist schick. Aber natürlich leider nicht so gut wie unser Zimmer. Also unser Zimmer werdet ihr nächste Woche Freitag sehen. Das wird sehr wild und ihr habt dann bis Sonntag 18 Uhr Zeit, das zu bewerten. Also entweder Team Moritz oder Team Julia. Ihr könnt ja jetzt schon mal proben und einfach in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Zimmer hier findet. Ihr probt hier gar nichts, Leute. Hallo. Gewinnerzimmer. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Lasst ein Abo da und ja. Ciao. Tschüss.